Willkommen an Bord der Rogue Shadow, Master. Ich habe diesen Trainingsraum exklusiv für Sie persönlich eingerichtet. Könnt ihr euren Umgang mit Machtfähigkeiten und so weiter üben? Ja, das kann ich. Das habe ich sogar häufiger verwendet. Ja, dafür fehlt mir gerade ein bisschen die Machtenergie. Ah, jetzt soll ich die Sachen zerstören. Aber Machtenergie hat er relativ wenig im Vergleich zu Darth Vader oder so. Da muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich das... Weil... Da oben, erste Scheibe zerstört. Und die andere, wo ist die? Ja, yeah. Hat funktioniert. Die armen Sturmtruppen. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war das nochmal? Das Geräusch war mir ein bisschen zu laut. Ich muss das Ding da vorne packen. Sekunde. Ja, ich weiß, ich hab... Ah, das funktioniert. Anscheinend habe ich eingetroffen. Und einen anderen auch. Frag mich, was deren Befehl war. Ja, die Machtenergie so gering zu haben, da muss man sich wirklich neu gewöhnen. Ey, komm, treff endlich. Mal kurz runterstellen und dann... Wird ganz... Dieses Treffen damit ist nicht ganz so einfach, wie ich damit wahrscheinlich vorstellt. Mal kurz runternehmen und dann... Boah, diese Machtenergie, die mir... Dieses Geräusch allein geht mir jetzt schon... Sekunde. Ey. Beenden. Ich habe es verstanden. Ungefähr. Da sieht man, glaube ich, mein Schiff gerade. Und das ist ein super Sternzerstörer. Proxy, gib mir das Ziel. Laut imperialen Aufzeichnungen war Ram Kota ein angesehener General während der Klonkriege. Ihr jagt Jedi. Ich bestrafe Darth Vaders Feinde. Das tut ihr jetzt auch. Fahr fort, Proxy. Meister Kota war ein Militärgenie, doch er hielt die Klonsoldaten nicht für kampfbereit. Er verließ sich auf seine eigene Miliz. Dann waren keine Klone bei ihm, als Order 66 erteilt wurde. Nach der Order 66 verschwand er. Imperialen Berichten zufolge soll er tot sein. Warum taucht er dann auf und greift das Imperium an? Er will gefunden werden. Dann laufen wir in eine Falle. Wie viele Piloten habt ihr bisher verloren? 7. Wunderbar. Koordinaten für Nasha da eingegeben. Lichtgeschwindigkeit. Sperrt die Kommandozentrale ab und bringt den Holo-Projektor zum Laufen. Ja, Sir. Alle Trupps sollen ausschwärmen und die Opposition zu uns treiben. Sprengladung auf den Ebenen 2, 5 und 12, wie geplant. General Kota, er ist hier. Dann geht's... Hab ich euch aus dem Versteck gelockt. Das Eindämmungsfeld in Hangar 12 senken und die Männer sollen in Position gehen. Ja, General. Willkommen auf Nasha da, würde ich sagen.
Und Eclipse und Starkiller, ich bringe die Rogue Shadow außer Feuerreichweite, während ihr eure Mission erledigt. Die Scanner sollten eure Bewegungen verfolgen können. Ich halte euch via Comlink auf dem Laufenden, so gut ich kann. Captain Eclipse, Ende. Mein Gott, der Noide, der muss sterben. Keine Überlebenden, tut mir leid. Wie viele Sachen die man zerstören kann. Können wir da auch das Gedächtnis löschen? Mit den Türen da vorne? Shop-Tür sichern. Was ist das da vorne? Jetzt. Los, los, los! Unbegrenzte Energie, yay! Mir wird angezeigt, dass die Hangarshot-Tür versiegelt wurde. Ihr müsst einen Weg durch diese Tür finden. Dann lasst uns mal ohne Spaß haben. Fighter zerstören, wieso? Obwohl sie da auch ganz ehrlich sind, nicht. Ich schieße denn gerade hier? Nö. Kurz gucken, wie man ihn blockt. Keine Gnade, nicht mal für Imperiale. Einfach mal kurz durchschnetzeln. Wir müssen mal wissen, wie man genau gut blockt. Autsch! 2 von 5 Sternen. TIE Fighter zerstört. Kommt der immer mehr raus? Wohl. Hoffentlich nicht. So, jetzt Helmer Köpfe, seid ihr zufrieden? Ich mach das anscheinend schon. Na ja, so. Jetzt bin ich euch langsam jetzt. Ich sollte mal ein bisschen schneller machen, ey. Das dauert mir gerade hier schon. Deine Soldaten sind nicht schlecht ausgebildet. Keine Feinde mehr? Kann ich mit so einem Teil krallen? Mit der Macht. Jetzt nochmal cool. Jetzt. Man muss natürlich lernen, wie man die seine Fähigkeiten verwendet. Ja, genügend Energie. Autsch, den habe ich mir gerade selbst. Anscheinend. Und wie funktioniert das so? Oh, ich habe alle Teilfeder zerstört. Jetzt muss ich nur noch die Tür öffnen. In einer Folge werde ich das. Noch nicht schaffen. Starkiller. Natürlich nur er heißt wahrscheinlich einfach so und ist nicht diese Base, die so in Episode 7
der diese Planeten zerstört hat. Empire Maus-Druide. Das. Aber das Massaker hier gefällt mir schon mal richtig relativ schön. Oder relativ exzellent. Eclipse an Starkiller. Ich bin ins Kommunikationsnetz der Einrichtung eingedrungen. Imperialen Berichten nach zu urteilen hat General Kota bereits die Kommandobrücke mehrere Ebenen über euch eingenommen. Ich versuche euch zu ihm zu führen. Ja, das ist auch schon nett. Ich will... jetzt einfach im Nahkampf die Feinde des Imperiums vernichten. Wo sind weitere Feinde? Wofür braucht man Macht, wenn man ein Laserschwert hat? Sich ultra schnell bewegen kann. Geh doch nicht kaputt, ich wollte dich dagegen schmeißen. Gut, dann Plan B. Eclipse an Starkiller, ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in euren Sektor beordert. Haltet die Augen offen. Ja, ich denke mir schon, was, dass die auf jeden Fall bei mir vorbeischauen. Von mit denen ihre eigene Schwerft. Hey! Eigentlich würde ich ungern so viele Imperiale umbringen, aber jetzt werde ich langsam ehrlich und sage, vergib das Lord Vader und sage einfach nur, ich habe gleich nur den Spaß. So, wer will noch? Wer hat noch nicht? Ich glaube er. Keine Gnade für Verräter. Sage ich immer. Auf den Bauplänen ist ein Lift eingezeichnet, mit dem ihr zu den oberen Ebenen gelangt. Da bauen die Baupläne aktuell. Und es gibt hier weniger Probleme. Ich werde doch eh keine Gnade zeigen. Oh, du willst einen Nahkampf? Gerne. Na, was ist jetzt? Zeig mir, was du kannst. Lord Starkiller ist auf dem Weg, oder darf Starkiller? Ich bin ein Ziff. Leute, man spricht mit Darf an. Du hast recht, ich gehe erstmal hier lang. Stufenaufstieg. Die Verbindung mit zur Macht ist stärker geworden. Du erhältst verschiedene Rangfähren, die du zur Steigerung deiner Kräfte und Fähigkeiten einsetzen kannst. Kraftfähren, Kombofähren, Talentfähren. Wo ist jetzt dieses Back? Okay. Macht-Upgrade. Mal sehen, was man da machen kann.
Ja, das will ich, denke ich mir schon. Machtschub, Machtblitz. Schade. Ich hab davon. Stärke. Definitiv. Abbrechen. Ich habe keine Punkte. Ich dachte, ich hätte davon ein paar bekommen. Lichtschwert, Wirbel. Davon kenne ich aber einige Sachen schon. Okay, dann nicht. Dann mache ich das wann anders. So, dann bin ich jetzt wohl hier fertig. B. Und jetzt sage ich jetzt einfach mal, eigentlich muss ich jetzt speichern. So. Wie komme ich jetzt zurück? Bei B. Also ich werde jetzt einfach mal sagen, ich habe noch Zeit. Da wollte ich nicht hin, ich wollte zurück ins Spiel. Spiel speichern. Und wie komme ich jetzt ganz ehrlich zurück ins Spiel? Spiel verlassen will ich auch nicht. Auswahl? Aha. Ich wollte gucken, dass ich da nicht runterfalle. Manchmal. Eimerköpfe. Oh, der arme TIE-Fighter-Pilot. Und tschüss. Oder warten auf mich, Freunde. Kommt durch her, zeigt mir, was ihr könnt. Ja, die schießen schon ganz schön gut, muss ich mal sagen. Na, ey, wollt ihr ernsthaft mit dem Laserschwert gegen mit einer Vibro-Camera kämpfen? Boah. So. Anscheinend schon. Dann tut es mir leid. Dann bist du dämlich. Weißt du was? Du hast mein Spielobjekt umgebracht. Meine Güte, ey. Dafür kann man den TIE-Jäger mal danken. Also wenn ich immer vorbeikomme, werde ich wohl ein bisschen beschädigen müssen. Denn die sind nur geskriptet. Stell dir auf. So funktioniert's. Okay. Ich empfange viel Funkverkehr über die Comlinks, nur ein paar Ebenen über euch. Ihr nähert euch General Kota. Jetzt gibt's aber für mich einen zu tun. Die Feinde des Imperiums zu vernichten. Sei schnell und tödlich.
So, komm her. Na, kennst du auch die Macht? Ich glaube nicht. Na, sind wir noch. Ups. Ich glaube, ich habe dich da gerade umgebracht. Ja, wollte jetzt nochmal. Ah. Wenn man sowas mit der Frostbite Engine gemacht, dann hätte man sich hier durch die Gebäude durchschneiden können. So, wo gibt's denn ja das First? Ich will hier lang. Welches Feuer? Boah, der Typ macht jetzt schon. Ey, lass mich an dich. Lass mich dich umbringen. Meine Güte. Das ist kein so geil. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich jetzt hier nicht ihn töte. Ich registriere einen gewaltigen Energieanstieg. In eurer Nähe muss ein Generator sein. Zerstört ihn und diese Lasertore sollten fallen. Ja, das mache ich sofort. Erst muss ich mal Spaß mit meinen kleinen ein paar Feinden haben. Ich meine Gatling-Kanone besorgen sollen. Und das war's mit ihm. Und jetzt muss ich leider euch leider nur eins sagen. Danke, dass ihr so geschaut habt. Aber ich werde jetzt speichern. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, welche Frage ihr immer einfach cool beantwortet haben wollt. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis bald und tschüss.